Viele von euch oder ihr Rad aufpumpen wollen, wissen nicht genau, wie das funktioniert. Sehen ähnlich ratlos aus wie dieser kleine Geselle hier und fragen sich, meine Güte, welches Ventil habe ich? Welches ist das richtige, der richtige Aufsatz, das richtige Loch? Was soll ich benutzen? Wo steht der Hebel, wenn ich pumpen will? Erstaunlich viele Leute wissen nicht, wie man richtig aufpumpt. Also, hier haben wir einmal das normale Ventil, welches sich von den anderen unterscheidet durch eine Überwurfmutter. Ja. Also wir haben hier den Deckel, den Staubdeckel, den haben wir bei allen dreien. Dann haben wir aber eben noch eine Überwurfmutter. Diese Überwurfmutter hält das Ventil im Schlauch sozusagen fest. Ja, wenn man diese Überwurfmutter löst, dann geht die ganze Luft raus. Also das darf man nicht machen. Also wir haben einmal das normale Ventil hier. Dann haben wir hier das Autoventil. Und hier haben wir das Rennradventil, auch Presta, französisches Ventil genannt. Und schauen mal, wie es weitergeht. Das normale Ventil bezeichnen wir mit der 1, das Autoventil mit der 2 und das Rennradventil mit der 3. So, schauen wir doch mal ins nächste Bild. Da sehen wir, dass bei Ventil 1, 2 und 3 muss man den Staubdeckel lösen, sofern vorhanden. Bei Ventil 3 befindet sich unter dem Staubdeckel diese Konstruktion. Diese Konstruktion verschließt das Ventil selbst. Es blockt sozusagen das Ventil, sodass man keine Luft reinpumpen und keine Luft auch rausgehen kann. Diese kleine Verschraubung muss man öffnen. Man schraubt sie ganz nach oben. Sie kann nicht abfallen, ihr braucht keine Angst zu haben. Hier oben ist Ende. Sie fällt nicht runter. Also ganz aufschrauben, so habt ihr es leicht mit dem Aufpumpen. Weiter geht's im nächsten Bild. Jetzt haben wir hier unseren Pumpkopf, Dual-Pumpkopf von SKS, ist das, den wir meistens benutzen. Also, folgendermaßen, beim normalen Ventil benutzen wir das kleine Loch. Beim Autoventil benutzen wir das große Loch. Ja, hier, das große Loch. Und beim französischen Ventil benutzen wir ebenfalls das kleine Loch. Der Hebel befindet sich in der Grundstellung nach oben, also offen. Wir setzen den Pumpkopf auf, drücken ihn aufs Ventil und schließen den Hebel. Dann können wir anfangen zu pumpen, immer hin und her und hin und her und hin und her, bis genügend Luft im Reifen ist. Also schön anstrengen, schön pumpen, zack, Luft in den Reifen pumpen. Weiter geht's. Nachdem wir dann fertig sind, genügend Luft im Reifen ist, öffnen wir den Hebel zuerst. Wir ziehen nicht einfach ab, sondern wir öffnen den Hebel zuerst. Wir ziehen dann den Pumpkopf vom Ventil. Bei Ventil 1, normales Fahrradventil, und Ventil 2, Autoventil, setzen wir nun die Staubkappe auf und sind fertig. Verschrauben diese. Und das war's. Bei Ventil 3, dem französischen Ventil, verschrauben wir wieder das Ventil, schließen wieder diese kleine Verschraubung, komplett zu, ohne zu drücken, einfach nur drehen. Wenn wir rauf drücken beim Schrauben, geht die Luft raus. Und setzen dann die Staubkappe auf. Und fertig sind wir. Wir haben unser Fahrrad aufgepumpt. Fantastisch. So, das war ein kleines Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein kleines Video mit Illustrationen. Die sind übrigens gezeichnet von meiner Frau. Und es ist ja ein schnelles, improvisiertes Video. Wenn es euch gefallen hat, macht einfach hier, so wie ihr hier, einen Daumen nach oben. Jeder, der nicht pumpen kann, schaut sich dieses Video an. So, das einfach mal weiter sagen. Und ja, so verbleibe ich bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao, euer Tommy.